Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Online. Beim letzten Mal haben wir den Special gemacht mit der Reise zum End. Und ja, jetzt machen wir ganz normal weiter, wo wir im 49. Part aufgehört haben. Mit dabei sind Sam, Tom, und Jens natürlich noch hier im TS und Mandy ist noch auf Oh, dem hi und Server. Ja. Peace, Banana! Oh yeah! Boah, ich finde das Texture Pack von Total Verzockt einfach geil. So, hier ist immer noch die Ruine vom letztes Mal. Das war ja so Ey! Hör auf! vor Aufnahmestart der letzten Aufnahmesession, wo wir in den End gegangen sind. Da stand nämlich hier eine Redstone-Truhe und die Redstone-Truhe war mit TNT verbunden. Und das muss ich hier noch alles füllen. Das mache ich alles offscreen. Da werde ich auch noch Mandys Haus hier reparieren. Ist ja eigentlich keine Truhe oder so zu Schaden gekommen. Nur ein bisschen am Haus. Das werde ich alles noch reparieren. Nach der Aufnahme. So, ich müsste mal die Playlist starten. So. Jens, Tom und... Ich habe in den letzten Tagen mal wieder Transformers geschaut, weiß, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten in der Aufnahme wenig. Und da habe Ah ich mir ja. erstmal den ersten Teil und den zweiten Teil reingezogen. Der dritte, den werde ich irgendwann in den nächsten. Hallo? Hi. So, dann sind wir hier noch am Bauen. Dann werden wir mal weiterbauen. Wir haben ja auch am Ende der letzten Aufnahmesession so einen richtig schönen Bogen bekommen von Jens mit Unendlichkeit und sobald ich da genügend Level habe, mache ich mir noch Bücher dazu oder werde den noch weiter verzaubern. Apropos Bogen, ich werde jetzt bei Dennis auch mal ein bisschen zerstören gehen. Der Ach hat so, und die, richtig die Glück, ein wenn das richtig da. geiles Texture Pack suchen, die können. Warte, ich mach mal den Dings. Meine VIP-Channel. Gebe ich mal den Link ein. Das ist von Retro und Total Verzockt. Ja, das kann ich ja dann, wenn ich frag dann halt die beiden oder einen von den beiden, dass ich, ob ich das mal im Let's Play nehmen darf, dann würde ich das auch mal so als kleines Vorschau Texture Pack reinnehmen, also so für eine Session lang. Na, derzeit ist das, was ich hier gesendet habe, noch die Beta-Version. Also, sie wollten das Schwert und die Rüstung wird derzeit noch verändert. Ach so. Ich habe ja auch Deswegen. mal ein eigenes gezeichnet, aber es war nicht so gut. Also, das ist Holzschnitt richtig sogar. genial. Das ist richtig genial, das Picture-Pack. Also, stell dir mal Ich vor, nehme auf von dem mir so. Schwert. Tom, stell dir mal vor, auf dem Schwert steht Ease. Peace. Also, so im Eisenschwert, einfach nur Ease. Also wie bei One Hit, East One Hit. Also so easy wie bei easy Ja, East, E-A-S. ja. Ist gekackt. East Garak zum Beispiel. Das Schwert ist so geil. Dann von Baro Online, weiß nicht, ob er dir was sagt. Da ist der Zeif von Tobi, hat das Steinschwert genommen. Und auf dem Holzschwert weiß ich gerade gar nicht mehr, was auf dem Holzschwert stand. Auf jeden Fall, da stand auch irgendwas drauf. Egal, ich weiß doch. Ich bin gerade am Level farmen. Sieben Level schon. Ach ja, und Jens, nicht wundern, denn ich hab den Spinnenspawner etwas erweitert. Die Spinnen fallen jetzt nach unten. Jetzt ist er größer. Ich habe Also beim ich werde nach dem Essen werde ich da nicht mehr ankommen, Dennis, weil ich werde noch ein bisschen helfen, damit ich nachher noch kann. ist in Ordnung, aber der Zauber, ich werde dann heute Nachmittag nicht mehr ankommen, aber ich werde dafür sorgen, dass der Zauber noch anbleibt, da ich nicht da bin. Wo bist du? Wo bist du? Beim Vater von Mike. Nicht zu Mike? Fährst nicht zu Nee, Mike? leider nicht. Oh. Warum begehst du zum Vater von Mike? Weil wir eingeladen wurden. Raus hier, raus hier! Ja, meins,
Sam, ich wollte dich bloß fragen, ob du ein bisschen Holz hättest für mich. Ich hab gar kein Holz. Also Jens, ich hab nichts gegen deinen Spawner, Spinnenfarmer, aber wenn man Level farmen will, ist es sinnvoller in der Nacht zu farmen einfach. Naja, das ist jedem überlassen. Hm. Ich habe schon Nächte erlebt, wo ich kaum Monster gesehen habe. Manche gehen auch in den Nieder, um Level zu farmen und halten halt Quarz ab. Ja, drei Spinnen! Es muss dunkler sein! So, ich Dennis, habe hast du jetzt irgendwelche Wünsche für die PvP-Arena? Schöne Gefahren mit einbauen. Ja, so wie im Ralef mit der Lava und den Kakteen. Ja. Ja, oh. Hier war der Creeper, oder wie? Ja, man sollte seine Bärfahrt, die man nur aus Versehen mit Knopfdruck zwar drauf drückt, aber dann Dings rauskommen, Creeper oder andere. Also aus Versehen drauf drückt und dann durch eine Rechtsaufschaltung Creeper oder Zombies auftauchen. Wenn man sich dann in Zombie das muss man mit einem. Da muss ich dann mit Dennis selber schauen, damit der mir genau eins gibt, dass ich das noch mit Anton Skits. Muss ich mal schauen. Wollen wir noch mal kurz eine Runde Bedwars spielen mit Sam? Nee, wir sind gerade in der Aufnahme. Achso, gut. Achso, ihr könnt gerne spielen, aber ich nicht. Gut. Jens, gehen wir? Gleich. Okay, ich freue mich schon auf Bedwars. Ich werde es wieder eliminieren. Wir spielen aber auf Dennis seiner Map. Ach du Scheiße! Ich spiele nicht mit euch Bedwars, weil immer wenn ich Bedwars zocke, ist mir bislang irgendetwas dazwischen gekommen, dass ich Supporter länger warten muss. Okay, ich gehe jetzt Bedwars online. Ach. Online Bedwars ist mir. Okay, wir spielen. So Leute, ich muss jetzt einen kleinen Cut setzen, da ich jetzt Mittagessen muss. Ich komme aber sofort dann nach dem Mittagessen wieder, komme ich wieder her. Die Zuschauer werden das nicht merken, außer dass Dennis, ein hast bisschen... du ein paar Maps gelöscht? Nein, ich habe gar keine Maps gelöscht. Warum? Okay, hier sind nämlich ein paar Schilder weg. Das könnte ein Grafikpack sein, war bei mir auch schon mal. Muss man einfach mal anklicken. Jo. So, Zuschauer und so, liebe Zeit, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Warte, hast du schon Dennis, kannst du nur kurz Sidecraft starten? Nein, das kann ich hier jetzt nicht. Und Tom, was sagtest du? Ich gehe jetzt offline und ich komme bis zum Nachmittag nicht mehr um. Okay, dann tschüss dann und bis gleich, liebe Zuschauer. Bye. Und da bin ich wieder. Ja, ich musste jetzt leider mal ganz kurz essen gehen. Leider sind wir hier jetzt auch auf dem Server noch alleine, auch im DS sind wir gerade noch alleine, die anderen sind wahrscheinlich jetzt auch essen gegangen. Ja, kann ich leider nichts machen, jetzt sind wir halt alleine. Ist nicht mehr so ein Durcheinander. Also ich habe jetzt hier was Spezielles geplant, aber habe ich hier was mitgenommen. Das hier mache ich dann halt hier offscreen heile, also ich weiß leider nicht, wer das hier angerichtet hat. Auf jeden Fall hat es jemand angerichtet, ich werde es auf jeden Fall reparieren. Aber ich will euch damit nicht belasten. Darum mache ich das offscreen. Ja, ich kann ja euch jetzt erzählen, was ich hier vorhabe. Und zwar will ich das Drachenei als Item haben. Dazu habe ich jetzt mir einen Kolben gemacht und eine kleine Rätselschaltung. Ja, nur so kriegt man das Drachenei. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, und zwar mit Fackeln. Nur dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Drachenei dann auf einer Fackel drauf landet, ist äußerst gering. Darum nehme ich lieber den Kolben. Stimmt, Zombie? Ach ja, stimmt. Wenn jetzt auch zum Beispiel hier der Zombie mich angreift, dann kriegt er auch Schaden. Ein halbes Herz, glaube ich, aber nur, weil ich hier Dornen auf irgendeiner. Ja, hier Dornen. Wasserraffinitäter. Also, meine Diamantrüstung ist schon richtig genial. Und ja, die habe ich mir ja damals mal vor Urzeiten gemacht. Und ja, jetzt ist es, denke ich mal, so weit, dass ich die auch wirklich mal gebrauche.
gebrauchen kann. Und ich glaube mal, ich laufe ungefähr in die richtige Richtung noch. Verfolgt mich, ja, ein Zombie verfolgt mich, sonst würde ich mal ganz schnell einen Wegpunkt anmachen. Das mache ich mal jetzt ganz schnell. Und zwar hier. Da. Und zwar sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss heute auch mal ein bisschen anders die Zeit im Auge behalten, weil wir nehmen das den 51. Part jetzt gleich nach dem 50. Part auf. Und ja, da der 50. Part dauerte 38 Minuten und so muss ich jetzt anders als die Zeit schauen. Also zum Beispiel muss ich jetzt den Cut dann bei 58 Minuten setzen und nicht bei einer Stunde. Natürlich ist es nicht so schön, wenn ich mal 2 Minuten überziehe, aber ja. Ich hoffe mal, ihr denkt, was ich meine. Was ich meine. So, hier geht's wieder runter. Auf zum Endportal. So. Ich werde vielleicht da auch mal so was einrichten, dass man vom, wenn man vielleicht Spawn eingibt, dass man auf den Teleporter klickt und dann gleich zum Endportal geschickt wird, wenn man da ein bisschen farmen möchte. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Habe ich nämlich in einer anderen, auf einer anderen Server auch mal so jemand. Dazu hatte ich auch noch von kleiner so Weltzeige-Video zu machen. Vielleicht habe ich das schon längst rausgehauen. Ich weiß es nicht, weil ich ja im Moment sehr stark immer noch am Vorproduzieren bin. So, hier ist die Erdtreppe, hier geht es lang. Jetzt muss ich halt nur auch noch den Weg finden, wie wo ich mich dann so runtergebaut habe. Und vielleicht sehe ich auf der Karte ja schon einen Weg. Nee, leider noch nicht. Okay, dann ist hier, ja, dann geht es hier runter. Und das Endportal haben wir mal vor Urzeiten gefunden, als ich mit Jens, also Jens war auf Höhlentour. Und da hat er zufällig auf der Höhlentour dann halt das Endportal gefunden. Ja, und dementsprechend habe ich auch gesagt, also ging auch meine Stimme im letzten Part auf Jens, weil er das halt gefunden hat und so durfte er die Level kriegen. Hier hat wer mal zugebaut, naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, mein Bett wurde auch schon abgebaut, naja. Hier habe ich auch noch Zeug hier drin, zum Beispiel da. Nehme ich mal raus, was ich gerade nicht brauche. Hier Bruchstein wäre auch noch ganz nett. Der Pfeil kann mein Ding auch noch in mein Inventar rein. Da sind die Truhen von den anderen noch. Da will ich jetzt mal nicht dran herumfunken. Ja, dann geht's wieder in den End. Hier aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Ja, dann mal hier schauen. Oh, ein Enderman. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt nicht angeschaut habe. Aber ich denke mal nicht. Wir haben zwar vorhin schon ein bisschen am Hafen weitergebaut, aber haben mir dann so gedacht, ja, wir waren im letzten Part im End, da werde ich jetzt noch das Enderei holen. So, ich werde einmal hier jetzt das Enderei mal anklicken, sodass es woanders auftaucht. Jetzt nur mal schauen, wo ist es aufgetaucht. Da! So, dann werde ich mal hier die jeweilige Redstone-Schaltung da machen. So. Dann hätte ich gerne hier noch einen Koppel. Und so. Da haben wir das Drachenei als Item. Ja. Und das werden wir auch sehr, sehr gut aufheben. Ich muss mal schauen, ob der Sam recht hatte, weil er hatte gesagt, man kann Enderdrachen nochmal spawnen, irgendwie mit einem Drachenei. Muss ich mal schauen, ich habe mich da noch nie zu befasst mit einem Enderei und so. Muss ich mal machen. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Sonst werde ich das so machen, dass wir da einen Platz aussuchen, wo wir das das Drachenei dann aufbewahren. Wo dann keiner auch rankommt. Das werden wir ja mal sehen. So, hier ist wieder das Portal nach Hause. Und dann sage ich mal wieder Tschüss, End. Hier kommen zwar jetzt wieder die Credits, aber die Credits haben wir im letzten Part ja angeschaut. Darum brauchen wir es jetzt nicht nochmal machen. Ja, dann wieder auf zurück.
Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lange die anderen weg waren. Oder warte, ich muss mal schauen. Ach so, sie waren dann auf dem Bedwars-Server. Haben und dann sind sie alle dann AFK gegangen oder disconnected. Sehr interessant. Okay. So, ich werde erstmal das Dach in eine Truhe verstauen. Der Part noch ein paar Minuten gehen. Was wir da weiter machen, muss ich mal schauen. Aber hier das Redstone, die Kolben, die Redstone-Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr zum Beispiel. Und auch die Ender-Augen, die tue ich auch mal hier in die Mob-Top-Kiste. Und das Drachenei tue ich auch erstmal hier rein. Da werde ich noch einen Platz, also da werde ich mir was überlegen, wie wir das da alles dann machen werden. Dann werden wir im nächsten Part dann halt am Hafen wirklich dann weiterbauen. Dann werde ich vielleicht auch noch ein bisschen Eichenholz fahren, ein bisschen Kobbel, also Kobbel haben wir ja gar nicht mehr. Und dazu für den Hafen brauchen wir halt noch eine ganze Menge Kobbel. Ihr habt ja schon in meiner Truhe gesehen, meine Truhe. Eine Kobbelsteintruhe ist ja leer. Es sind glaube nur 16 Stück oder so drin. Das ist äußerst wenig. Dann werde ich hier halt in der Fabrik ein bisschen farmen gehen. Ich habe ja damals mal, war noch bevor ich mit Let's Playing angefangen habe, hier mal die Fabrik gebaut. Das ist ja extra so jemand, dass das der Kobbel hier nach generiert wird. Und so kann man hier unendlich Kobbel farmen. Zwei solche Dinger gibt es hier. Man kann auch Stein halt hier farmen, aber jetzt braucht man eine Bootsamkeitsspitzhacke. Kann man halt hier die ganze Zeit, das werde ich dann so machen. Aber vorher werde ich auskriegen, erstmal hier das reparieren. Also, wenn jemand hier zuschaut, der hier schon auf dem Server war oder auch auf den Server kommen möchte, bitte nicht sowas machen. Also, das ist richtig unmenschlich, muss ich wirklich unmenschlich sagen, was man hier, also wie das, was hier gemacht wird. Und sowas gehört sich einfach nicht. So, ihr müsst euch vorstellen, ich war hier. Hier war ja noch alles Gras und so. Oh shit, das war glaube ich ein Creeper. Und da war eine Redstone-Truhe. Ich war schon für ein End alles vorbereitet, so wie ich in dem 50. Part begonnen habe. So war, sah mein Inventar aus. Also mein Speer hat die Rüstung ausgezogen und so alles vorbereitet. Ich schau, was ist denn das für eine Redstone-Truhe? Ich öffne die Redstone-Truhe und sehe nur, wie um mich alles herum explodiert. Das müssen einige TNT gewesen sein. Und ich bin dann halt auch gestorben. Aber ein Glück sind meine Sachen da nicht drauf gegangen. Wäre das passiert, dann wäre es richtig bitter gewesen. Aber ein Glück nicht so passiert. Dementsprechend war es nicht so schlimm. Nur jetzt kostet halt ein bisschen Zeit, das zu reparieren. Aber das werde ich dann noch alles machen. Und ich habe leider auch keine Vermutung gerade, wer es gewesen sein kann. Ob es der Hacker war von den einen Part, das ist nämlich schon länger her. Und die Redstone-Truhe war neu da. Also das muss jemand gewesen sein, der gerade auf dem Server war. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt... ja, wohin gehen wir jetzt eigentlich, um einen Aufnahmestopp zu machen? Ich denke mal, wir haben den 50. Part am Spawn des Dorfes angefangen. Und so werden wir hier jetzt auch die Aufnahmesession beenden. Ist das möglich, hier hinzusetzen? Nee, war ja klar. Na gut, dann setzen wir uns hier hin. Meinetwegen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Obwohl. Die Aufnahme geht noch eine halbe Minute. Na egal. Also dann eben eine halbe Minute weniger. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. War jetzt, wir haben halt am Hafen ein bisschen weiter gebaut und jetzt das Drachenei geholt. Und ja, dann mal sehen, wie dann im nächsten Part, wie weit es dann hier ist. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch und bye bye. Ciao.